herzlich willkommen hier wieder beim YouTube-Kanal vom Mega-Magazin, dem YouTube-Kanal für die Click Hero GmbH. In Vertretung heute bei uns Marco Möchter, Gesellschafter und Geschäftsführer seines Zeichens. Ja, und mein Name ist Martin Brosi, ich bin Gesellschafter und Geschäftsführer der Impuls Q GmbH. Und wir haben heute das Thema für euch mitgebracht, und zwar ein Penalty, eine Abstrafung durch Linkbuilding. Was kann man dagegen tun, um da wieder rauszukommen? Wie kommt man überhaupt in ein Penalty? Was ist ein Penalty? Und all diese Fragen, die ich jetzt hier so ein bisschen ja, flachsig aufgezählt habe, werden wir heute in einem lockeren Gespräch mit Marco beantworten. In dem Sinne erstmal herzlich willkommen, Marco, bei diesem Format. Hallo Martin, wie immer freue ich mich natürlich heute wieder auf dieses Video und dass wir ein bisschen tiefer in das Thema reingehen können. Penalties, warum, wie, was, wo, und ich denke mal, es wird bestimmt sehr interessant werden. Ja, spannend wird es auf jeden Fall. Habt ihr denn schon mal vielleicht bei einem eigenen Projekt oder vielleicht sogar beim Kundenprojekt einen Penalty, also eine Abstrafung erhalten? Hast du das schon mal live miterlebt? Wir haben es live miterlebt, aber nicht von einem Projekt, was wir hatten, und auch nicht eins, was wir betreut haben, sondern ein Kunde hat einen Penalty bekommen und ist dann auf uns zugetreten und hat gefragt, Mensch, was kann ich denn jetzt machen? Und dann haben wir natürlich dann versucht, so gut wie möglich zu helfen. Das war dann auch erfolgreich gewesen. Google hat die Abstrafung wieder weggenommen, nachdem wir da einen netten Brief geschrieben haben. Aber da können wir dann später darauf eingehen, was man da wirklich alles machen muss. Und wie gesagt, live haben wir es schon erlebt. Und ist gar nicht so schön. Also für den Kunden war es nicht so schön. Aber wie gesagt, ja, man kann eben auch Dinge dagegen machen. Das wäre vielleicht erstmal ganz, ganz spannend. Wenn man so eine Abstrafung erhält, wir definieren es auch gleich, was ist eigentlich eine Abstrafung? Aber da wir gerade so auf dieser Metaebene sind, wie war der Kunde drauf? Wie fühlt sich das so für einen Kunden an? Ja, wenn ich es mit einem Wort beschreiben dürfte, Panik. Also meistens ist ja so, die Kunden wissen nicht ganz genau, weil sie ja nicht so direkt tief drin stecken, was ist jetzt passiert? Irgendwas ist passiert, meine Rankings sind nicht mehr gut, ich habe Traffic verloren. Das ist natürlich dann auch gleichbedeutend bei den meisten Kunden mit Umsatzverlust. Und dann geht natürlich ein bisschen so, ich würde nicht sagen, die Existenzangst um, aber schon ein bisschen die Angst, dass jetzt mein Business arg beeinflusst wird, gerade wenn man sein Geld hauptsächlich durch seine Webseite oder durch seinen Webauftritt, was auch immer, verdient. Also da sind die Kunden dann schon relativ panisch, würde ich fast sagen. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe es damals tatsächlich bei meinem ersten eigenen Projekt erlebt. Das war so circa 2013, 14. Ich bin ganz schlecht in Jahreszahlen, aber um den Dreh muss es gewesen sein. Da hatte ich meine erste eigene Website, das war eine Börsenwebsite, und ich habe echt gut verdient, und dann habe ich natürlich auch Linkverkauf getätigt. Ja, also für Kunden Artikel veröffentlicht auf diesen Börsenportalen und habe dafür ein Entgelt kassiert. Und ich habe es so in die Höhe getrieben und so übertrieben, sagen wir mal 2-3 Verkäufe pro Tag. Ich meine, wer sagt zu 300 Euro auch schon nein? Ja, ich war Jungunternehmer. Ich dachte mir, hey, vorher musstest du für dieses Geld, was du jetzt täglich erwirtschaftest, irgendwie einen Monat lang oder 2 Wochen lang arbeiten. Ich war damals angestellt noch bei der Bundeswehr oder verpflichtet. Dann kam aber die Abstrafung, das Penalty, irgendein Pinguin-Update, keine Ahnung welches. Aber auf jeden Fall sind die Rankings ins Bodenlose gefallen, und meine Existenz ist da tatsächlich, sie wurde nicht nur auf die Probe gestellt, ich habe sie verloren. Ich habe das Börsenportal dadurch auch tatsächlich verloren. Vielleicht habe ich daraufhin falsch reagiert. Ich hätte es ja auch wieder rückgängig machen können. Wollen wir dir heute zeigen, wie. Aber auf jeden Fall kann ich dir eins sagen, der Marco hat es beschrieben, vermeidet es. Das ist kein gutes Gefühl, und auch Linkbuilding ist immer ein Tanz auf der Rasierklinge. Aber wir wollen mal von Anfang an beginnen. Marco, kannst du ganz kurz beschreiben, was ist eine Abstrafung, beziehungsweise wie erhalte ich eigentlich eine Abstrafung? Okay, vielleicht müssen wir es auch noch ein bisschen klassifizieren, weil ja in SEO-Kreisen wird natürlich immer gesprochen, oder auch in Kreisen von Google wird immer davon gesprochen, dass man eine algorithmische Abstrafung oder eine Maßnahme bekommen hat oder eben eine manuelle Maßnahme. Algorithmisch ist eigentlich nach einem Update, und es gab ja relativ viele Updates. Das erste große Update
Und zwar nicht erst, aber das, was wirklich sehr doll reingehauen hat, will ich einfach mal sagen, ist das Panda-Update gewesen, gegen ja minderwertige Inhalte, also alles, was on-page-mäßig ist. Und dann, was für uns relevant ist, was du gerade schon erwähnt hast, ist das Penguin-Update, was offensichtlich gegen Web-Spam mehr war und alles, also was off-page war. Und diese Updates, ja, die tun dann eben algorithmische Maßnahmen nach sich ziehen. Die kann man jetzt nicht so direkt beeinflussen, weil manchmal weiß man gar nicht, was dieses Update denn gerade gemacht hat. Das gibt sich ja meistens erst nach einer kurzen Weile, dass man sieht, okay, was ist denn jetzt wirklich passiert? Manchmal sagt Google natürlich, okay, es wird ein neues Update rauskommen und es geht in die Richtung, aber das weiß man vorher meistens nicht. Und wenn man das dann beobachtet hat, hat man eben vielleicht mit seinem Linkaufbau gegen diese Google-Richtlinien verstoßen, gegen die Guidelines von Google. Und dann wird man automatisch, verliert man dann zum Beispiel Traffic oder man verliert Rankings. Und das sind eben Maßnahmen, die automatisch erfolgen. Und dann kann man natürlich sehen, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn man weiß, was dieses Update bewirkt hat, kann man dagegen steuern und dann bestimmte Maßnahmen einleiten. Und dann hat man natürlich noch manuelle Maßnahmen. Diese manuellen Maßnahmen werden von einer Person von Google direkt durchgeführt. Und diese manuellen Maßnahmen können dann auch direkt nur von einer Person, also einem Angestellten von Google, wieder zurückgenommen werden, wenn man bestimmte Schritte gegangen ist. Mhm. Deswegen sollte man unterscheiden, diese beiden Arten von Maßnahmen. Genau, ganz kurz. Also die algorithmische Abstrafung, wie du sie jetzt gerade schon erwähnt hast, durchs Pinguin-Update beispielsweise, es gab ja immer diese Termine dann irgendwie oder es wurde vorangekündigt oder ein SEO-Tool hat gesagt, hey, ist richtig was passiert gerade, das scheint ein Pinguin-Update oder so gewesen zu sein, ist heute eigentlich nicht mehr so der Fall, weil es im Algorithmus schon implementiert ist. Also eine Abstrafung findet jetzt immer real-time statt, wenn man so möchte. Ne? Es gibt nicht mehr diese fixen Termine. Also ich glaube, ich entsinne mich richtig, dass Google gesagt hat, das Pinguin-Update ist Echtzeit implementiert jetzt im Algorithmus. Was aber natürlich nicht bedeutet, dass es trotzdem keine algorithmischen Abstrafungen dadurch gibt. Ne? Die gibt es. Aber wie sieht es aus? Das passiert dann also, dass Links eigentlich entwertet werden. Ihr seht es dann im Grunde eigentlich über einen Verlust von Keyword-Rankings, weil die Link-Power, die ihr vorher hattet, wird euch jetzt entzogen, weil Google sagt, X, Y, Z, diese Links sind alle Spam, sie sind manipuliert aufgebaut worden. Da wird jetzt kein Link-Juice mehr an eurer Seite weitergeleitet. Deshalb zählt es nicht mehr. Und wenn ihr da zum Beispiel über ein Money-Keyword verlinkt wart und dadurch Google Rankings erhalten habt und jetzt werden diese Links entwertet, dann fallt ihr natürlich wieder in den Positionen innerhalb der Search Engine Result Pages. Okay, dennoch jetzt kurz die Frage, wie erhalte ich eine Abstrafung? Du hast jetzt gerade schon die Google Webmaster Guidelines angesprochen. Kannst du mal ganz kurz sagen, was führt zu einer Abstrafung? Was führt zu einer Abstrafung? Also wir bewegen uns ja jetzt hier in dem Bereich, wir haben Abstrafung durch Link-Building bekommen. Deswegen, es gibt viele, viele Punkte, die zu einer Abstrafung führen können. Ich könnte ja mal einfach ein paar aufzählen, zum Beispiel, dass man eine gehackte Webseite hat. Klar, man ist selber nicht schuld, aber trotzdem kann man dadurch dann halt eine manuelle Maßnahme kriegen. Man kann zum Beispiel, wenn man unnatürliche Links zu seiner Webseite hat, das kann eine Maßnahme nach sich ziehen. Inhalte von geringer Qualität oder die überhaupt gar keinen Inhalt oder Mehrwert haben, zum Beispiel eben reine Spam-Seiten, die können eben manuelle Maßnahmen nach sich ziehen. Dann verborgene Texte, Keyword-Stuffing, das sind alles Dinge, die wirklich dann zu Maßnahmen führen können. Wenn wir jetzt aber einfach mal davon ausgehen, dass jetzt das Link-Building oder wie ja, Link-Building war, dann können das zum Beispiel unnatürlich für Links in kurzer Zeit sein, die auf eine Seite auf ein Verzeichnis zeigen oder eben viele Links mit dem gleichen Ankertext, meistens dann mit einem Money-Keyword versehen oder eben auch Links von Seiten, die Google schon jetzt identifiziert hat als Link-Verkäufer-Seiten oder eben auch ganz klassisch, dass ein Wettbewerber einfach die Seite gemeldet hat, weil er denkt, okay, dort haut was nicht hin und ich melde mal die Seite an Google. Das kann auch passieren. Also das sind die Gründe, warum denn
man eine manuelle Maßnahme bekommen kann. Ja, das ist korrekt, unterschreibe ich auch alles. Was oftmals vergessen wird, ist, dass man auch abgestraft werden kann oder eine manuelle Maßnahme erhalten kann, weil man ausgehende Links hat. Ja, es müssen nicht immer nur die eingehenden Links sein. Ich will dir nur noch mal als Zuschauer das verdeutlichen. Es geht nicht nur darum, dass du Backlinks kaufst, sondern auch der Verkauf von Backlinks kann dazu führen, dass du eben eine manuelle oder eine algorithmische Abstrafung erhältst. Jetzt hast du gerade noch gesagt, wenn der Wettbewerb dich verpetzt, da gibt es ja bei Google, gab es zumindest mal dieses Formular. Gibt es das heute noch? Ich bin mir jetzt nämlich gerade sehr, sehr unsicher, ob es das heute noch gibt. Ich kann es dir auch nicht wirklich hundertprozentig sagen, ob es das jetzt noch gibt. Es gibt sicherlich Möglichkeiten, direkt mit Google sozusagen in Kontakt zu treten, um dann halt die Seite zu melden. Ob es da dieses Formular noch gibt, würde man einfach mal nachschauen und dann vielleicht mal in den Kommentaren nochmal schreiben, wo das wirklich geht. Ja, ich suche jetzt gerade parallel und tatsächlich, also in der Search Console gibt es noch dieses Formular. Webspam-Seiten versuchen mit verschiedenen Tricks eine bessere Platzierung in den Suchergebnissen von Google zu erzielen. Vielleicht gebe ich das ganz kurz frei, weil das ja durchaus relevant ist. Ich gebe euch mal den Bildschirm frei. So sieht das jetzt gerade aus. Also Webmasters, Tools und dann Spam Report Form. Gut, die URL ist jetzt egal, ihr könnt es einfach googeln und da könnt ihr jetzt hier die Adresse der missbräuchlichen Website eingeben, die exakte Suchanfrage, also was habt ihr bei Google gesucht, damit ihr diese Seite halt findet und dann hier eben etwaige Details. Ja, also hier könnte man Webspam theoretisch melden. Okay, also haben wir ja schon insgesamt drei große Gründe schon herausgearbeitet, also Linkkauf, Linkverkauf, alles exzessiv, ja, plus der Mitbewerber meldet einen. Ne? Genau, ja. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, Links kaufen, Links verkaufen, Google straft mich einfach ab, auf wessen Grundlage oder auf welcher Grundlage machen die das? Ich möchte es jetzt vorwegnehmen, weil du es schon angesprochen hast, aber vielleicht ist dir das, lieber Zuschauer, gar nicht so richtig klar. Es gibt ja die sogenannten Google Webmaster Guidelines und darin steht eindeutig, dass sämtliche Manipulationstechniken verboten sind. Das macht im Grunde auch Sinn, weil sonst ein Unternehmen mit extrem hohem Kapital oder mit viel Kapital, mit viel Cashflow, vielleicht Venture Capital finanziert, jede Branche allein über Kapital beherrschen könnte. Wir erinnern uns, Backlinks ist ungefähr der zweit-drittwichtigste Ranking-Faktor. Das heißt, wenn Google dagegen nicht vorgehen würde und das nicht in die Google Webmaster Guidelines festschreiben würde, dann könnte jedes Unternehmen einfach ganz viele Backlinks kaufen und somit den Zielmarkt, den es beherrschen möchte, dann schlussendlich auch beherrschen. Und das wäre eigentlich eben ein unlauterer Wettbewerb. Es wäre unfair. Es wären nicht die gleichen Voraussetzungen, weil dann gewinnt der mit den meisten Geld und nicht der mit dem besten Content. Und das will Google natürlich nicht, weil es ja die beste oder das beste Suchergebnis oder Sucherlebnis für den Suchenden erzielen möchte. Okay, Marco, wir haben jetzt also geklärt, welche Gründe es gibt, was eine algorithmische und eine manuelle Abstrafung ist. Da möchte ich ganz kurz zur nächsten Frage kommen. Kannst du mir vielleicht skizzieren, ganz grob, wie geht so eine Abstrafung vonstatten? Wie muss ich mir das vorstellen? Okay, ich wollte bloß mal ganz kurz ein Detail nochmal ergänzen. Und zwar, viele denken natürlich immer, wenn man jetzt irgendwie gegen was verstößt, gegen die Google-Qualitätsrichtlinie zum Beispiel, dann ist das wirklich, man verstößt gegen die Google-Qualitätsrichtlinie. Also man verstößt jetzt nicht irgendwo gegen ein Gesetz, was die Bundesregierung erlassen hat oder so, sondern wirklich, wir reden immer davon, dass man jetzt gegen die Google-Qualitätsrichtlinie verstößt, weil viele, die jetzt nicht ganz so in dem Thema drin stecken, die denken mal, okay, gegen was verstoße ich jetzt und ist das jetzt eben den strafbar oder sowas? Mhm. Also das ist nicht, wie gesagt, man verstößt jetzt gegen keine laufenden Gesetze. Wobei ich ja eigentlich darauf warte, Marco, dass irgendwann mal die Anwälte an die Publisher rangehen und sagen, so,
Presserecht, wie sieht es hier aus? Ist nicht gekennzeichnet. Unlauterer Wettbewerb, Schleichwerbung, all solche Begriffe. Ne? Also da könnte man durchaus vorgehen, aber du hast vollkommen recht. Die Google Webmaster Guidelines als solches sind erstmal kein Gesetz. Ja, es ist krass, dass Google das eigentlich so festlegen kann und uns eigentlich sagt, wie wir unsere Rankings erzielen. Ne? Das ist eigentlich so schon eine Feststellung, wo man sagen muss, Google hat halt eine krasse Marktstellung, dass es das diktieren kann und wir uns eigentlich auch dran halten müssen. Auf jeden Fall. Also keiner wird sich mit Google verscherzen, deswegen nutzen natürlich ihre Marktstellung aus, ihre Marktmacht. Und ja. Deswegen denken natürlich dann auch viele Kunden so, oh, wenn ich jetzt gegen Google da die Richtlinie verstoße, dann hat das noch mehr weitgreifende Möglichkeiten oder Dinge, die mir passieren können. Deswegen wollte ich das mal ganz kurz jetzt festhalten. Okay. Um mal auf deine Frage jetzt zu gehen, was passiert da eigentlich? Man kriegt zum Beispiel mit, dass seine Rankings jetzt irgendwie sich verändert haben oder dass man sehr, sehr viel Traffic verliert. Klar, es gibt immer mal Spikes, wo Rankings hoch und runter gehen können. Auch der Traffic kann mal mehr, mal weniger werden. Wenn man natürlich jetzt mitkriegt, dass massiv irgendwas passiert ist, dann sollte man bei sich in die Google Search Konsole reingucken, weil in der Google Search Konsole wird das eben beschrieben, was da jetzt passiert ist. Man kriegt sozusagen einen Flag. Man sieht ja so, etwas ist mit der Seite nicht in Ordnung. Dann schaut man sich einfach das an. Was ist da passiert in der Google Search Konsole? Und muss man ganz kurz gucken. Man kann dann direkt, ich habe es nochmal gesucht jetzt, in den Reiter Sicherheit und manuelle Maßnahmen reinklicken und dort eben bei manuellen Maßnahmen. Dort steht dann wirklich kein Problem, dass also nichts drin ist. Oder man kriegt dort eben gesagt, was das Problem ist. Und Google sagt einem auch, was wirklich das Problem ist. Und gleichzeitig gibt Google dann auch drei Links mit, sozusagen einfach um die Richtung zu zeigen. Diese drei Links zum Beispiel verstoßen gegen die Richtlinien. Und das kann das eben jetzt sein, um was es sich handelt. Mhm. Genau. Ja, genau. Das ist schon mal eine interessante Aussage, die du da tätigst, weil viele denken ja, okay, ich habe vielleicht verstoßen gegen etwas. Google sagt mir direkt, welche Links sind denn hier irgendwie spammy aufgebaut worden oder welche Links, die ausgehend sind von meiner Website, sind gekauft. Das macht Google nämlich gerade nicht, sondern es gibt nur Hinweise, ne? Die geben nur Hinweise, genau. Die sagen dir nicht, du musst das, das und das machen, sondern die geben dir einfach jetzt drei Beispiellinks, die nicht ganz hinhauen. Es können natürlich noch viel, viel, viel mehr sein. Das muss man natürlich gucken. Aber dass man wenigstens eine Richtung hat, geben die eben wenigstens diese drei Links vor. Und das ist eigentlich, das ist relativ schwierig, ne? Wenn du jetzt nämlich sehr, sehr viele Links kaufst. Es gibt ja Branchen, die können ohne Links überhaupt nicht, wissen wir beide. Da gibt es durchaus welche. Ja, baust du jetzt einfach alle ab, machst du so diese Salami-Taktik und testest dich langsam ran, ja, zum Beispiel über die Disavow-File, darüber müsstest du ja entwerten und machst dann einen Antrag zur erneuten Überprüfung und immer wenn er nicht stattgegeben wurde, entwertest du weitere Links und weitere. Kannst du mir sagen, wie würdest du das machen? Kann ich dir sagen, ich wollte kurz mal, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Man sagt immer, okay, man kriegt ein Penalty, aber wir haben jetzt noch gar nicht gesagt, was ist denn direkt, also was passiert denn dann da? Und das Penalty ist einfach so, dass man eben, dass Google die Seite abstraft, dass man einen Rankingverlust hat. Und das kann sein für einzelne Keywords, wenn man eben bloß einzelne Keywords irgendwo hat, die dann jetzt dann nicht mehr so gut ranken. Man kann natürlich auch eine Strafe kriegen für Keyword-Gruppen, also für mehrere Arten von Keywords. Man kann eben für alle Rankings eine Strafe kriegen. Und was natürlich Worst Case ist, da muss man schon relativ viel gemacht haben, dass man halt die Seite, dass die komplett aus dem Index rausfliegt, dass deindexiert wird und man noch nicht mal, wenn man direkt die URL eingibt, diese dort mehr finden kann. Genau, vielleicht, dass wir jetzt nicht zu sehr springen. Diese Frage wäre jetzt tatsächlich auch gekommen. Aber lass mich dann, ist gut, dass du beantwortet hast, lass mich dazu auch nur kurz eine Sache sagen. Also zum Beispiel auch das Deindexieren. Ne? Das ist ja wirklich eine Ultima Ratio. Das wird nicht algorithmisch passieren. Algorithmisch werden wirklich maximal die Links entwertet. Alles andere ist wirklich eine manuelle Maßnahme. Wenn Google jetzt wirklich sagt, okay, diese
Unterseite erzielt keine Rankings mehr oder wird eben nach hinten gelagert oder das Verzeichnis oder die komplette Domain oder eben sogar das Deindexieren. Das sind dann meist manuelle Maßnahmen. Das bedeutet aber, dass wirklich ein Mitarbeiter sich deine Seite anschaut. Ja? Und vielleicht noch ganz kurz zur algorithmischen Abstrafung. Ich stelle dir kurz eine Frage, Marco. Was glaubst du, oder wenn ein Kunde zu dir sagt, Marco, ich habe 3 Links aufgebaut, Google weiß es noch nicht, aber ich habe 3 aufgebaut, die eventuell spammy sein könnten. Muss er Angst haben vor einer Abstrafung? Bei 3 Links würde ich persönlich sagen, nein. Ja. Weil Google weiß auch, dass man nicht jeden Link überprüfen kann und dass auch jeder Link von einem selbst gesetzt wird oder eben gekauft ist. Es gibt ja ganz viele Links, man bekommt auch sehr viel Spam-Links, mit denen man gar nichts zu tun hat. Deswegen bei 3 Links würde ich... Genau, aber nehmen wir einfach mal an, ich will es gar nicht ausführen, aber du hast recht. Das bedeutet, so eine algorithmische Abstrafung passiert immer erst bei großen Mustern, ne? Also verhältnismäßig großen Mustern oder wirklich krassen Abweichungen. Wegen 1, 2 Links wird, ich habe es noch nie erlebt. Ich muss auch sagen, ich habe relativ wenige Abstrafungen generell erlebt. Das war früher irgendwie deutlich präsenter. Ist für mich seit Jahren überhaupt nicht mehr präsent. Kann aber auch daran liegen, dass Google wirklich gezielt nur noch Links entwertet. Also die krassen Traffic-Einbrüche durch Link-Building, also nachweislich durch Link-Building, erlebe ich weniger, aber das Entwerten, da bin ich schon fest von überzeugt, dass Google ganz viel entwertet und derjenige, der die Links aufbaut, es nicht merkt, dass eigentlich seine Links gerade entwertet wurden und der trotzdem Budget weiter reinkippt und sogar die Links nochmal aufbaut und so weiter und so fort und gar nicht merkt, das bringt ihm gar nichts. Ja, also diese Theorie habe ich eigentlich schon seit relativ lang. Okay, das heißt, Marco, wir halten fest, man merkt eine Abstrafung durch einen Sichtbarkeitsverlust, durch einen Traffic-Einbruch, durch den Rückgang von organischen Keywords. Genau. Okay, jetzt arbeiten wir ja auch viel mit SEO-Tools. Ist jede Metrik dazu geeignet, eine Abstrafung zu erkennen? Nein, jede Metrik ist da nicht geeignet. Eine Abstrafung kennen mit einem SEO-Tool kann man relativ gut mit Sistrix, dem Sichtbarkeitsindex von Sistrix, wo man da wirklich dann die Webseite über einen langen Zeitraum beobachten kann und dann eben auch sich die Updates anzeigen lassen kann und dann schon sieht, okay, wenn ein Sichtbarkeitsabfall nach einem Update erfolgt ist, kann man schon davon ausgehen, dass da irgendwas passiert ist. Wenn natürlich ein krasser Abfall dann auch zu sehen ist, dann weiß man schon, okay, da sind wahrscheinlich irgendwelche Maßnahmen passiert. Und ich weiß nicht, was ihr nutzt, um sowas zu sehen, aber wir nutzen normalerweise Sistrix dann dafür. Ja, absolut, genau. Also so Sichtbarkeitsmetriken wie Sistrix, Ovi, ja, also von Xovi, eignen sich dafür, auch der Traffic eignet sich dafür, wie du es gesagt hast, Keyword-Rankings. Aber um bei den SEO-Metriken zu bleiben, ich finde zum Beispiel der Trustflow oder DADR, wo man irgendwie keine Charts hat, ne? In der Regel, also beim Trustflow, glaube ich, gibt es keine Charts, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen, also eine zeitliche Entwicklung, eignen sich nicht meiner Meinung nach dafür. Sichtbarkeitsmetriken wie SI, Xovi, ja, Traffic, ja. Keyword-Rankings, ja, aber nicht Trustflow. Also autoritäre, qualitative Metriken eignen sich eher weniger, finde ich. Ne? Genau, weil man einfach, wie du schon gesagt hast, dann nicht die Seite über eine bestimmte Zeitspanne beobachten kann und dort eben auch den Graph hat, wo man wirklich sieht, geht's hoch, geht's runter, wie auch immer. Absolut. Marco, vielleicht mal eine ganz kurze Frage. Ich habe es in der Recherche nämlich rausgefunden, erlesen, fand ich auch irgendwie sehr, sehr spannend. Ich möchte dich deshalb einfach mal fragen, was glaubst du denn, wie viele Webseiten wurden manuell in 2018 abgestraft? Was glaubst du? Oh, das ist eine sehr interessante Frage. Ja. Und wahrscheinlich auch relativ schwer zu beantworten, weil es ja wirklich Millionen von Webseiten gibt. Ja. Ja, wenn ich es jetzt vielleicht prozentual beantworten dürfte. Du musst eine absolute Zahl nennen. Absolute Zahl. Weltweit oder in Deutschland? Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, weltweit. Oh, muss ich wirklich ins Blaue reinschätzen. Ich würde jetzt sagen 500.000 Seiten. Okay, da bist du ja gar nicht so weit weg. Tatsächlich, das waren wohl 4 Millionen Webseiten. 4 Millionen? Ja. Also
Eigentlich schon einige, ne? Wir reden hier wirklich von der manuell, die algorithmische Deswegen, Einstellung. Da muss ja auch wirklich eine Person jedes Mal da sitzen und das machen. Deswegen halte ich das schon für eine sehr, sehr hohe Zahl. Ja. Ich habe auch mal gehört, dass in diesem Quality-Rater-Team, ihr dürft mich darauf nicht festnageln, ne? Ich habe es nur irgendwann mal gelesen, ich glaube 1300 Leute arbeiten. Ich glaube so. Total 4 Millionen Webseiten oder 4 Millionen Abstrafungen, schon durchaus. Also die werden auch ihren festen Katalog haben, ne? Also Bewertungskatalog und so weiter. Aber fand ich auf jeden Fall spannend. Ich will euch mal vielleicht zur Abwechslung eine Studie zeigen. Marco, ich weiß nicht, ob du im Zuge der Recherche schon darauf gekommen bist, aber ich fand sie durchaus spannend. Das war nämlich von SEMrush. Und SEMrush hat hier Folgendes gemacht. Die Studie ist aus Mai 2020. Ihr seht sie ja hier aktuell. Es wurden 830 Linkprofile, also Backlink-Profile, ausgewertet. Und es sollte eben in Erfahrung gebracht werden, welche Gründe für eine Abstrafung vorliegen, durch eben eine Mustererkennung innerhalb der Linkprofile. Und die Top 10 Fälle sind hier aufgelistet. 53%, also in 53% der Fälle bei diesen 830 untersuchten Backlink-Profilen waren gesponserte oder bezahlte Links der Grund für eine Abstrafung. Gastbeiträge und Pressemitteilungen waren ebenfalls sehr oft der Grund. PBNs und Linknetzwerke, Marco, darüber können wir wahrscheinlich stundenlang diskutieren, ja, PBNs. Auch sehr, sehr oft abgestraft, meiner Meinung nach auch sehr gut von Google zu erkennen. Nutzer generierter Spam, also Kommentar-Spam mit Money-Anker im Namen und dann du follow, wo es möglich ist. Webverzeichnisse und Listings, okay, Spam wurde jetzt hier nicht direkt genauer beschrieben. Direct-Ads und Affiliate-Links auch, ja, auch Ads, also man kann ja auch über Ads Link-Building betreiben. Ja, also indem ich das Banner halt einfach mit einem Do-Follow-Link versehe und dadurch site-wide eventuell einen Link erhalte. Branchenverzeichnisse, Links in Widgets. Widgets waren ja auch lange Zeit ein extrem beliebtes Mittel, um Links zu erzeugen. Heute zum Beispiel auch in Themes, ne? Also wenn man dann unten hat oder gerne auch mal Powered by, und dann steht der Webdesigner dort, der die Seite erstellt hat, ja, und verlinkt dann eben doch seine eigene Seite. Eigentlich klingt irgendwie cool, ist aber in Wirklichkeit gar nicht mal so cool. Und versteckte Links. Also das waren die 10 Top 10 Fälle, warum Google wohl Webseiten abgestraft hat. Kann man durchaus nachvollziehen, würde ich sagen. Ja. Würde ich auch sagen, ne? Okay, dann machen wir kurz weiter. Ich wechsle den Screen. Gut. Wie ist das? Ich habe jetzt vor 10 Jahren eine Domain ins Leben gerufen. So. Vor 10 Jahren hatte ich keine Ahnung von Google und habe Backlinks gekauft. Mittlerweile habe ich mich entwickelt. Und sage, okay, eigentlich war es gar nicht so gut, weil ich da gekauft habe, muss ich diese älteren Links, mit denen ich heute eigentlich nicht mehr d'accord bin, sagen wir vielleicht nicht 10 Jahre, sagen wir 2 Jahre, müsste ich die noch entwerten? Oder kann ich deshalb, sagen wir anders, kann ich deshalb heute noch eine Abstrafung erhalten? Ja, auf jeden Fall. Also gerade bei den älteren Links, das war ja auch so gewesen, wie du sagst jetzt, sagen wir mal einfach vor 10 Jahren, wenn man da ganz unbedarft Links gekauft hat und denkt, okay, wo kommt jetzt die Abstrafung her? Dann kann das natürlich auch durch Links sein, die älter sind, auch wenn sie jetzt 2, 3, 5, 10 Jahre alt sind. Da kann man heutzutage noch eine Abstrafung kriegen. Deswegen würde ich vielleicht einfach mal kurz drauf eingehen. Du hast vorhin schon mal gefragt gehabt, was mache ich denn, wenn ich eine manuelle Maßnahme bekommen habe, wegen unnatürlichen Links? Wir hatten schon mal eingangs darüber gesprochen, das sollte man nicht machen. Erstmal keine Panik, weil, wie du schon erzählt hast, du hattest dann auch Panik gehabt, aber heutzutage gibt es ja Dinge, die man dagegen machen kann. Deswegen sollte man erstmal ganz ruhig bleiben. Man sollte wenn man weiß, dass man Links gekauft hat, diese Links identifizieren. Dann gehen wir noch kurz drauf ein dann gleich. Dann sollte man natürlich diese gekauften Links entfernen oder entwerten und dann eben einen neuen Antrag stellen bei Google, man da eben jetzt was gemacht hat. Wenn man ganz genau jetzt darauf eingeht, was macht man denn? Also hoffentlich hat man das dokumentiert, wo man seine Links gekauft hat. Dann weiß man auch ganz genau, welche Links das sind. Wenn man das jetzt nicht gemacht hat, dann kann man natürlich erstmal die Links, die Google einem zur Verfügung stellt, diese 3, zur Rate ziehen und sehen, okay, in diese Richtung geht es.
Und dann sollte man auf jeden Fall einen Link-Audit machen. Und da ist auch ganz wichtig, wenn man ein Link-Audit macht, sollte das jemand machen, der auch Ahnung hat. Weil klar kann man jetzt, sagen wir mal, ein automatisches Link-Audit machen mit einem SEO-Tool. Auf jeden Fall sollte man das immer machen. Aber man sollte sozusagen auch noch halbautomatisch dann das machen von jemandem, der Ahnung hat, der sich die Links auch anguckt. Weil es kann wirklich jeder Link irgendwie zählen. Und wir kennen die ganzen Tools. Gibt es einige, mit denen man das machen kann, mit Aharabs, mit SEMrush, mit LRT, Link Research Tools. Und die geben natürlich immer sehr gute Werte teilweise aus, aber die sind natürlich, ja, die arbeiten auch nach einem Algorithmus und deswegen muss man immer sagen, die erkennen jetzt nicht alles. Es kann auch durchaus sein, dass die gute Links erkennen und sagen, die sind toxisch, wo man ganz genau weiß, nee, die können nicht toxisch sein. Und es gibt auch Links, die vielleicht offensichtlich gekauft sind und das Tool erkennt das nicht. Deswegen sollte da jemand drüber schauen. Auch wenn es jetzt länger dauert, wie du vorhin schon gesagt hast, man kann natürlich die Salami-Taktik anwenden, aber das dauert meistens viel, viel länger. Und wenn man jetzt wirklich mit seinen Rankings sehr doll abgerauscht ist, dann will man natürlich, dass das schnell wieder irgendwie behoben wird, wenn man da kein Geld mit verdient. Deswegen sollte man doch schon lieber ein bisschen da intensiver Zeit reinstecken, weil ich habe mal irgendwo gehört, dass bei Google auch gesagt wurde, man sollte dort nicht mit der Pinzette arbeiten, sondern eher mit der Machete. Also eher mehr, sozusagen wieder entwerten dann als weniger, weil ansonsten kann das ein Spielchen sein, dass man immer irgendwie das wieder einreicht bei Google und sagt, okay, wir haben jetzt alles bereinigt und Google sagt dann, nee, habt ihr nicht, die Maßnahmen bleiben bestehen und dann tastet man sich mal weiter ran wieder. Das kann wirklich sehr, sehr lange dauern. Wenn man dann ein Jahr lang dieses Spielchen macht mit Google hin und her, dann, dann ist das wirklich eine zu lange Zeit. Deswegen sollte man auf jeden Fall ein Link-Audit machen, ganz wichtig. Ja, definitiv. Marco, das ist auch ganz wichtig, finde ich, was du gerade gesagt hast. Also die Salami-Taktik, die liegt natürlich erstmal irgendwie nahe, ne? Weil man ja irgendwie Zeit, Geld investiert hat in den Linkaufbau. Aber wenn Google dich schon auf dem Schirm hat, dann um Gottes Willen würde ich Google nicht noch für doof verkaufen oder weiter verärgern, sondern wirklich sagen, okay, komm, wir sind jetzt aufgefallen, es ist aufgefallen, wir sind aufgeflogen, los, Machete her, wie Marco ja schön gesagt hat, und dann wirklich durchgehen und alles entwerten, wo man wirklich weiß, okay, man hat das gekauft. Ne? Ich glaube, es ist auch sogar so, oder es ist meiner Meinung nach auch so, dass zum Beispiel die Disavow-File auch erst dann zu Rate gezogen wird, wenn man zum Beispiel eben eine Maßnahme erhalten hat, beziehungsweise eben einen neuen Antrag stellt, damit Google die prüft. Also Google prüft nicht permanent deine Disavow-File. Also du kannst nicht heute eine Disavow-File pflegen, morgen mit zwei Links weiter anreichen und dann, wenn nichts passiert, denken, Google hat es nicht beachtet und dann setzt die nächsten beiden drauf, sondern Google beachtet das wirklich nur, wenn es das beachten muss. Ja, also nicht täglich, die Disavow-File wird wirklich erst herangezogen, wenn eben zum Beispiel so ein Antrag zur erneuten Überprüfung gestellt wird. Ich bin jetzt kein Disavow-File-Experte. Ja, machen wir eigentlich tatsächlich auch gar nicht so oft Disavow-Files pflegen? Wie ist es bei euch? Machen wir auch nicht. Meistens immer so, dass ein Kunde, wenn er weiß, okay, irgendwas ist da im Busch oder wir haben einen Link-Audit gemacht und haben gesagt, okay, die Links sind jetzt toxisch, die kann man dann disavowen, dann machen wir das, aber ansonsten wird die Datei jetzt nicht so gepflegt, ansonsten, ja, oder bloß eben, wenn man diese Link-Audits eben macht, dann wäre das sinnvoll. Vielleicht kann ich auch noch mal ganz kurz darauf eingehen. Wir haben jetzt schon vom Disavow-File gesprochen. Also wenn man jetzt diese Links identifiziert hat mit einem Link-Audit, dann macht man sich einfach eine Liste, wo die ganzen Links da eben reinkommen. Das ist wirklich ein Text-File, diese Disavow-Datei, wo man auf jede Zeile dann eben eine Domain macht, die Google sich eben dann angucken soll, beziehungsweise wo Google die Links entwerten soll. Von Google wird es eigentlich vorgeschlagen, dass man erst die Webmaster anschreibt und sagt, okay, dort soll man die Links abbauen. In meiner Meinung nach kann man diesen Schritt eigentlich völlig übergehen, weil das ist sehr, sehr viel Zeit. Die meisten Webmaster werden wahrscheinlich gar nicht antworten. Ich habe schon von Webmastern gehört, die dafür Geld verlangt haben, dass man halt die Links dann wieder sozusagen abbaut. Deswegen sollte man dort, gerade wenn es schnell gehen soll, man muss Umsatz machen mit seiner Seite, sollte man da lieber eine Disavow-Datei erstellen und die dort eben bei Google im Disavow-Tool
einreichen. Dann als zweiten Schritt hat man eben diese Datei. Der zweite Schritt wäre, dass man in der Google Search Konsole dort auch wirklich einen Text mitschicken kann. Also und im Bereich manuelle Maßnahmen, da geht man rein bei der Search-Konsole und dann schickt man einen Text mit an Google. Mhm. Dieser Text sollte immer freundlich und höflich sein. Man sollte jetzt nicht Google verteufeln und sagen, Mensch, ihr habt jetzt meine Seite, Maßnahmen abgestraft, ich habe alles gemacht, macht mich wieder frei. Nee, man sollte wirklich mal höflich sein, weil natürlich da ist ein Mensch, ist kein Roboter, der sich anschaut, sondern ist ein Mensch. Und wenn man denen da richtig, ich sage jetzt einfach mal, auf den Sack geht, dann ist das sicherlich nicht, ja, nicht gut für seine eigene Webseite, dass da schnell diese Maßnahme wieder weggenommen wird. Deswegen kann man einfach in diesem Antrag, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil wir haben ja von Antrag gesprochen, ich sage, dieser Brief ist einfach dieser Antrag, soll man eben wirklich reinschreiben, was man gemacht hat. Man soll dort ehrlich sein. Okay, wir haben links gekauft, wir haben links manipuliert. Wir sind uns bewusst dessen und deswegen schreiben wir jetzt auch diesen Brief. Wir haben folgende Maßnahmen unternommen, um unseren Fehler auszubügeln. Kann man dann sagen, dass man natürlich diese Tizzle-Datei gemacht hat, dass man die ganzen Links sich angeguckt hat, dass man keine toxischen Links mehr hat. Man kann sich natürlich auch entschuldigen, wie ich gerade schon gesagt habe. Hört sich immer gut an, es tut uns leid, wir machen es nie wieder. Wir haben jetzt unsere Arbeitsweise geändert. Das kann man mit reinschreiben und dann natürlich, dass man um eine erneute Überprüfung bittet und dann, dann schickt man das alles ab und dann sieht man auch wirklich, man kriegt immer eine Antwort, egal ob es funktioniert hat oder nicht. Wenn die Maßnahme aufgehoben wird, kriegt man in der Search-Konsole eine Nachricht, die man sich angucken kann, wo dann halt drin steht, okay, man ist befreit worden von dieser Maßnahme. Wenn es jetzt noch nicht gereicht hat, weil man nicht alle Links entwertet hat oder irgendwo vielleicht noch irgendwas anderes im Argen war, dann sagt ein Google das auch. Und da muss man eben nochmal nacharbeiten und dann eben einen neuen Antrag stellen. Absolut, absolut. Also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich dann in dieser Bittstellerhaltung kam und vor Google quasi die Hosen runterlassen musste. Das war kein schönes Gefühl. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, wie ich reagiert habe. Ich glaube, ich war sehr, sehr nett. Ja. Sollte man sein, klar. Ich glaube, ich war sehr, sehr nett. Ich gucke gerade mal parallel, ob ich diesen blauen Brief nämlich noch finde. Ach, hier, Überprüfung. Ich will es euch nämlich gleich mal zeigen, weil es eigentlich durchaus interessant war. Gib mir kurz eine Minute. Marco, du kannst ja vielleicht mal in der Zwischenzeit schon mal beantworten. Wir haben es schon ein bisschen beantwortet, aber vielleicht kannst du es nochmal in Gänze erklären. Also, wie vermeide ich jetzt eine Abstrafung? Wie beuge ich dem vor, auch im Linkaufbau? Was kann ich da so ein bisschen beachten? Hast du da so ein bisschen was? Ja, also im Link oder generell, sagen wir mal generell, sollte man natürlich sich ein bisschen an die Google-Richtlinien halten, die sind nicht umsonst da. Also natürlich sowas wie so eine alten Maßnahmen wie verborgene Texte und Keyword-Stuffing sollte man natürlich vermeiden. Man sollte natürlich auch, wie wir vorhin schon kurz gesehen haben, so PBN-Link-Netzwerke, sowas sollte man vermeiden. Man sollte wirklich darauf achten, von welcher Seite bekommt man Links. Also öfters auch mal ein Link-Audit machen, weil wie ich vorhin schon gesagt habe, man kriegt auch ganz viele Links einfach von Seiten, die man gar nicht haben will. Also da sollte man öfters ein-, zweimal im Jahr ein Link-Audit machen, um wirklich zu sehen, was man da für Links hat. Natürlich, wie wir auch schon in anderen Videos besprochen haben, sollte man eben den Linkaufbau so machen, dass es jetzt nicht direkt ein Linkaufbau ist, sondern wirklich mehr Content-Marketing. Das ist in meinen Augen das Beste, dass man wirklich gute Artikel erstellt mit Mehrwert, wo dieser Link dann auch einen Sinn macht. Nicht, dass wirklich, wenn jemand manuell rüberguckt bei diesen Artikeln, dass er sofort sieht, ach, warte mal, das ist ein Money-Keyword. Das geht auf eine Seite, wo einfach nur ein Shop hintersteht, eine Produktseite und. Also man sollte wirklich da Links reinmachen mit Ankertexten, die auch Sinn machen, die an dieser Stelle wirklich was zu suchen haben und wie schon gesagt, ja, auch hochwertigen Content dort produzieren. Dann ist man da, ich will nicht sagen jetzt sicher, aber natürlich macht man das dann so, dass es einen Mehrwert hat und das sieht dann auch jemand, der dort wirklich die Qualitätsrichtlinien durchsetzen soll. Okay, ich habe jetzt unterdessen mal, hey,
Ich habe da lange, jahrelang nicht reingeguckt. Ich zeige euch jetzt mal, wie das sowas aussieht, ne? So eine Abstrafung. Ich musste gerade selbst parallel ein bisschen lachen. Durchaus auch wegen meinen Rechtschreibfehlern. Marco, siehst du es gerade? Ja. Okay. Also, das war jetzt die älteste Nachricht, die ich gefunden habe. Noch Ergänzung oder noch ergänzend, um eventuell Verwirrung zu vermeiden. Es geht hier um unnatürlich ausgehende Links von deiner Website, börsenpoint.de. Speziell die Links unter Partner. Also ich habe auf Partner verlinkt, also Partner im Footer und dann eben Partner genannt. Darauf wurde ich hingewiesen, dass das nicht zulässig ist, weil die auf DoFollow waren. Und genau, und dann antworte ich da jetzt auch gleich drauf. Und zwar, lass mich schauen. Wir können jetzt mal die Rechtschreibung beiseite lassen. Auch der Ton ist tatsächlich etwas unhöflich, wundert mich auch gerade etwas. Ja. Beide Seiten gehören mir. Also ich habe auf Seiten aus meinem eigenen Netzwerk verlinkt. Diese gehören zu meinem Point-Netzwerk, so hieß es damals. Muss ich also auf NoFollow stellen. Aha, Sie waren also auf DoFollow gestellt, Herr Brosi. Sehr, sehr interessant. Ich kann mich eigentlich gar nicht mehr so ganz erinnern. Und dann, und hier war die Salamitaktik. Ne? Und dann kommt wieder jemand und sagt, und da es nur ein Beispiel ist, gibt es da mit Sicherheit noch mehr Links, die so aufgebaut sind. Die müssen alle weg und entwertet werden. Aha, ich wusste natürlich, dass da noch deutlich mehr Links sind. Ja. Und hier fand ich noch spannend. Hier ein Beispiel, welches das Problem verdeutlicht. Online-Broker im Test. Aha, hier auf diesem, in diesem Artikel habe ich dann eben Online-Broker im Test verlinkt zu einer, ja, als gekauften Link zu einer ausgehenden Website. Also bei mir konnte man Links kaufen, aber das war zu meiner Ehre am 11.09., einen Tag später hatte ich übrigens Geburtstag, am 12.09., also das ist doch meine Nachricht, ja, mit solchen Problemen, einen Tag vorm Geburtstag. Am 11.09.2014 war das, also schon sehr, sehr lange her. Okay, jetzt wisst ihr mal, wie das ungefähr so aussieht oder ausgesehen hat. Stoppen, ja. Gut, Marco, es ging wieder relativ lange. Ich würde fast sagen, wir haben eigentlich alle Bereiche gut beleuchtet, oder? Ich denke mal schon, ja. Zumindest okay. Wissen die User jetzt oder die Zuschauer, ja, um was es geht und wie man das eben auch beheben kann. Super, dann hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Ich hatte auf jeden Fall jetzt gerade mega Spaß, auch gerade zum Schluss. Das hat mir doch nochmal ein bisschen Erheiterung mitgegeben auf den späten Abend, weil es ist schon 21 Uhr hier in Reutlingen und bei Click Hero in Berlin. Also, wenn es dir gefallen hat, abonnieren, uns kontaktieren, die Click Hero GmbH, Marco Möschter, wenn ihr einen Link-Audit braucht. Ja? Wenn ihr Links braucht, kontaktiert uns, kein Problem. Und dann freue ich mich auf nächste Woche, weil dann haben wir wieder ein spannendes Video für euch und verbleibe bis dahin mit besten Grüßen. Bis dann. Ciao.